Glück auf, liebe Veilchenfans. Die Saison ist tatsächlich vorbei. Das ging jetzt schnell in den letzten Tagen. Und ich wollte die Chance einfach nochmal nutzen, mich im Namen der Mannschaft und im Namen des Trainerstabes für die fantastische Unterstützung in den letzten Wochen zu bedanken. Es war ein ganz, ganz wichtiger Faktor jetzt in der entscheidenden Saisonphase, dass wir da so geschlossen aufgetreten sind, Mannschaft und Fans. Und ich glaube, wir haben ein paar fantastische Momente erlebt und dann eben auch den vorzeitigen Klassenerhalt feiern können. Umso enttäuschter sind wir auch von uns selbst, dass wir das nicht reintragen konnten in den letzten Spieltag nach Darmstadt und dass es so ein bisschen Stimmungskiller war. Trotzdem steht über allem, dass wir für eine weitere Zweitligasaison planen können. Ja, und die Planungen sind im vollen Gange. Und auch wenn vielleicht heute beim Schulung der Presse ein anderer Eindruck entstehen kann, wir sind gemeinsam dabei, gute Entscheidungen herbeizuführen für den Club. Ja, wir haben Dinge anverhandelt, wir haben Spielern Angebote hinterlegt, wir haben Ideen, wie wir den Kader zusammenstellen wollen, wie wir Veränderungen herbeiführen wollen. Sind aber natürlich abhängig auch davon, ja, was die Berater so für Vorstellungen haben und was die Spieler für Ideen haben. Und wir sind eben oft auch nicht der einzige Club, der sich für den Spieler interessiert. Und dementsprechend bleibt es in den nächsten Tagen spannend. Die Wunschvorstellung ist klar, ist immer, dass man die Fragezeichen so schnell wie möglich beseitigt. Aber das ist nun mal in der Marktlage nicht realistisch. Und dementsprechend gilt es, Geduld zu haben und auch Vertrauen zu haben, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Wir haben auch letztes Jahr spät noch richtig gute Transfers gemacht. Pascal Testroth ist da so ein Beispiel und deswegen geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Qualität der Entscheidung. Und habt da Vertrauen, wir sind gemeinsam dran, sind da eigentlich täglich im Austausch und versuchen die Dinge voranzubringen. Und das ist ja auch mal ein bisschen das Spannende in der Phase, was da passiert und man wartet täglich auf eine Meldung. Ihr könnt euch sicher sein, dass alle, die was mit dem Club zu tun haben, fleißig sind in dieser Richtung und versuchen, ja, das ein oder andere spannende Gesicht für uns zu gewinnen. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht dann doch auch was vermelden können. Und spätestens an der ersten Woche der Vorbereitung, wenn wir ein bisschen in der Gegend sind und lokal auch ein paar Testspiele machen, euch neue Spieler präsentieren können. Bis dahin, lasst euch die Pause nicht zu langweilig werden. Ihr hört von uns, sobald es was zu vermelden gibt, und bis dahin eine gute Zeit.